Wir müssen sozusagen schauen, dass die Produktivität wächst, dass die Menschen in der Lage sind, mit komplexer werdenden Jobs auch umzugehen. Da ist die Bildung ein Riesenthema. Übrigens auch etwas, das seit Jahrzehnten sowohl in Deutschland als auch in Österreich im Grunde tabuisiert wird. Da will keiner drüber streiten. Ja, können Sie sich vorstellen, der Bundeskanzler gibt 100 Milliarden im letzten Jahr zusätzlich für Rüstung und 1 Milliarde zusätzlich für Bildung. Ja, das sieht da weißt du alles. Ich will nur einen Satz ergänzen, was Sie gesagt haben. In der Schweiz haben wir jetzt Statistiken, die also landesweit zur Kenntnis genommen werden, dass eben die sehr starke Zuwanderung der letzten 10 Jahre zwar zu einer Vergrößerung des Kuchens geführt hat, aber zu geringerem Wohlstand pro Kopf. Und die Produktivität ist zurückgegangen. Also wir haben sozusagen Quantität statt Qualität gehabt. Und das zeigt, aber das finde ich eine super Nachricht, dass wir eigentlich an diesem Tisch jetzt einen Konsens haben, auch jetzt sage ich mal von Ihrer Seite. Wir müssen doch hier wieder zu Steuerungsinstrumenten kommen. Vielleicht das haben wir das Ei des Kolumbus noch nicht gefunden, aber das sind die guten Nachrichten, weil wir sind ja ein bisschen manchmal im düsteren Moment hier. Es gibt ja auch positive Sachen. Ja, die Leute merken die Probleme und dass auch die Linken, die Grünen merken langsam, so kann es nicht weitergehen. Und das auch die ist Konservativen merken, dass sie im Kindergartenbereich vielleicht einmal was tun müssen. Gut, ich hab im Kindergarten schon alles verpasst. Bei mir ist schon der Zug abgefahren im Kindergarten. Nein, bei mir wo persönlich. Man trotzdem, glaube ich, noch einmal differenzieren muss. Es ist ein Unterschied zwischen Asyl und da darf man trotzdem nicht vergessen, es gibt ein Recht auf Asyl, wenn jemand verfolgt ist. Und das ist ein eigenes Thema. Und dass bei uns Zuwanderung nur über Asyl funktioniert, ist falsch. Und so zerstören deswegen, Sie eben auch das Asylrecht, wenn Sie die Verwahrlosung des Asylrechts zulassen. Die vielen Asylanträge, die es jetzt in Österreich gegeben hat, waren eigentlich Arbeitsmigrationsanträge in Deutschland und Italien. Ja. Aber dann muss man das Problem dahinter angreifen und auch lösen, weil dort gab es auch ein Arbeitsmarktproblem. Das ist ja nicht so, dass die nicht gebraucht hätten. Also, aber ich glaube, wo wir uns auch einig sind und was ich jetzt so raushöre, ist, dass es der Fehler im System ist, dass die Migration zu uns kommt. Ja? Also wir müssten es eigentlich umdrehen. Wir müssten sagen, wen wollen wir? Das geht nicht. Das wird und die Migration teilweise, auf Basis unserer Bedürfnisse das wird ausrichten. Nur teilweise das löst doch nicht Nachfrage. Aber die kommen, müssen nicht nur die Sprache sofort lernen, sondern die müssen arbeiten. Und das muss man sicherstellen. Und bei deutschen Behörden liegen zigtausende Arbeitsgenehmigungsanträge herum, weil die es nicht abarbeiten können. Und wenn wir integrieren Flüchtlinge oder Arbeitssuchende, dann müssen wir sie ganz schnell in Arbeit bringen. Und da gibt es auch eine viel größere Sympathie der Bevölkerung. Und dann müssen wir, das will ich aber auch sagen, die zu uns kommen, die wir aufnehmen, die müssen wir wie Menschen behandeln und nicht wie zweitklassige oder wie drittklassige Menschen. Und das geschieht eben auch häufig. Und 95% der Migranten, die bei uns sesshaft geworden sind, haben ein engeres Verhältnis zur rechtsstaatlichen Demokratie als die Bio-Deutschen. Die finden den Staat gut. Und wir reden immer nur über die Gescheiterten, über diese Chaoten in Berlin. Wir reden nicht über den Muslim, der an der Werkbank steht und arbeitet neben seinem Freund. Und der erkennt auch unsere Werte an, weil er die erlebt. Und der spielt am Samstag mit ihm Fußball. Auch mit mir Fußball. Und so lösen Sie das Problem. Bringen Sie die Leute in Arbeit. Und viele Branchen sind auch angewiesen, das muss man jetzt auch sagen, auf die ausländischen Arbeitskräfte. Also Wien, glaube ich, ist ein Drittel der Arbeitskräfte, haben ausländische Staatsbürgerschaft. Und viele Branchen wie Bau, Pflege, Reinigung, Handel, Gastronomie wäre aufgeschmissen ohne die ausländischen Arbeitskräfte. Aber wenn Herr Felbermayr sagt, die Zuwanderung allein wird es nicht richten, Herr Todenhöfer, wie ist es mit länger arbeiten, auch so ein Tabuthema in der Politik? Ja, Sie sind ja das beste Beispiel dafür. Ja. Sie geben mir ständig die Tabuthemen und wenn ich die dann erklären werde, zack, jetzt reicht's aber. Naja, Sie sind 83, ich glaube, ich darf das sagen in der Runde. Ich bin 182, aber nicht 183. Aber arbeiten immer noch. Dann gratulieren wir Ihnen zu Ihrem jugendlichen Aussehen. Ich spiele aber Fußball und schieße Tore. Und bin tief deprimiert, dass ich am letzten Sonntag keines, aber am Sonntag davor 4 geschossen habe. Herzlichen Glückwunsch. Unser Beileid. Aber verraten Sie uns noch, wie kann man Menschen heute auch konnte ich nicht spielen, weil ich hier bin. Aber wie kann man Menschen dazu bewegen, länger zu arbeiten? Also vereinfacht gesagt, ein Rentner früher hatte, nachdem er in Rente ging, 10 Rentenjahre. Heute hat er 20 Rentenjahre. Und man muss selbstverständlich die Tatsache, dass die Menschen länger leben und länger Fußball spielen, die muss man auch beim Pensionsalter berücksichtigen. Und es kann nicht so gehen wie in Frankreich, dass sie jetzt um die 62 kämpfen und sagen, es ist keinen Millimeter weiter, ihr geht an unseren Besitzstand, sondern das Potenzial sind nicht nur Frauen. Frauen sehe ich als das ganz große Potenzial unseres Landes an. Fast noch größer als ausländische Arbeiter.
Aber ein großes Potenzial sind unsere älteren Arbeitnehmer. Und die, die arbeiten können, da muss man ja gesundheitlich Rücksicht nehmen. Und man kann auch Rücksicht nehmen. Man kann für einen, der angeschlagen ist, kann man sagen, vielleicht finden wir eine Lösung, Halbtagsarbeit oder zwei Stunden weniger. Aber im Kern müssen die politischen Parteien den Mut haben, wenn wir an die Regierung kommen, also ich sage, wenn wir an die Regierung kommen, müssen, dürfen auch ältere Menschen, die ganz wichtig, die unser Land mit aufgebaut haben, müssen länger arbeiten. Ist doch ganz klar. Ja. Wir können doch die Renten für die jüngeren Menschen sonst gar nicht mehr bezahlen. Ein heißes Eisen in der Politik, das dieses Thema. Letztes Thema für diese Sendung heute, die Sanktionen. Diese Woche war EU-Gipfel in Kiew. Ursula von der Leyen hat angekündigt, die EU möchte das 10. Sanktionspaket bis Ende Februar auf den Weg bringen. Seit heute gilt das Spritembargo gegen Russland. Herr Köppel, was kann denn das 10. Paket bewirken? Ja gut, das ist ja, ich bin ja eigentlich in dem Sinn chronisch gut gelaunt, nicht? Ich bin eigentlich immer der heitere Optimist, und wenn man die Geschichte anschaut, muss man sagen, die Welt, die Menschheit hat immer die Fähigkeit gehabt, die größten Katastrophen sich selber einzubrocken, aber irgendwie haben sie auch wieder geschafft, sonst wären wir ja schon beim Alten Testament ausgestorben. Aber wenn ich jetzt Frau von der Leyen und der Europäischen Union mit allem Respekt zuschaue, wie sie da von einem Sanktionspaket zum anderen kommen, und glauben, jetzt haben wir aber Russland endgültig aus dem Wettbewerb heraussanktioniert, dann kommt mir immer dieser Woody Allen-Film in den Sinn, wo Woody Allen völlig zusammengeschlagen nach Hause kommt und dann sagt sie, mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Und dann sagt, ja, du solltest mal den anderen sehen. Zuerst habe ich mit meinem Kinn sein Knie traktiert und dann mit meinem Bauch seine Faust. Also man muss schon aufpassen, beziehungsweise wir stellen ja fest, dass diese Sanktionspolitik gegen Russland, die ist jetzt krachend gescheitert. Natürlich trifft sie auch Russland, selbstverständlich. Ist das ein Problem. Aber wenn Sie das größte Rohstofflager der Welt, das mit China zusammenarbeiten kann, mit Indien zusammenarbeiten kann, mit der Dritten Welt zusammenarbeiten kann, wenn Sie glauben, das in die Knie zwingen zu können, wirtschaftlich, und sich nicht Gedanken darüber machen, wie eigentlich die Kosten hier sind. Stattdessen bringt man Durchhalteparolen. Wir müssen das machen, wir müssen das. Das finde ich eine ganz gefährliche Politik, die hier betrieben wird. Wir sind dabei, auch den Rechtsstaat aufzulösen. Es gibt beim letzten Sanktionspaket, hat man den Anwälten gesagt, ihr dürft zum Beispiel russische Firmen nicht mehr vertreten. Das ist eine Sippenhaft, die da gemacht wird. Da muss ich einfach sagen, die EU sagt immer, die Schweiz zählt sich auch dazu. Wir sind die Wertegemeinschaft. Schweizer machen ja auch mit. Die Wertegemeinschaft. Ne? Wir haben diese Sanktionen auch übernommen. Ich finde das falsch. Ich habe das abgelehnt. Ist auf Munition. Ist falsch. Ich sage einfach, wir geben uns da, plustern uns auf als Wertegemeinschaft. Und in der angeblichen Umsetzung dieser Werte beerdigen wir unsere Werte. Zum Beispiel eben Eigentumsgarantie, solche Dinge. Also ich finde das gefährlich. Aber sollten wir die Sanktionen jetzt auflösen und aussteigen? Also schauen Sie, ich werde jetzt vermutlich sofort aus dieser Sendung hinausgeworfen, nie mehr eingeladen. Okay, ich habe in der Schweiz letztens geschrieben, die Schweiz muss die Kraft haben, aus diesen Sanktionen auszusteigen. Wir müssen jetzt machen, dass wir zu einem Frieden kommen mit Russland. Weil was wir hier machen, ist eine brandgefährliche Situation. Die Welt schleudert auf ein nukleares Inferno zu. Mag sein, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht über 50% liegt, aber mit so etwas Echt? Geht man mit einer Leichtfertigkeit um und man steigert sich gerade auf der westlichen Seite in so ein moralisches, moralisierendes, absolutes Gewissheitsgefühl hinein, und aus dem kann nichts Gutes kommen. Letzter Satz, ich beobachte, wir sind jetzt in einer Stimmung als Historiker wie beim Ersten Weltkrieg. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Alle haben das Gefühl, sie können den Krieg gewinnen. Das ist das Rezept für dein Desaster. Wir sehen den Stellungskrieg, jeden Tag Zerstörung. Raus aus den Sanktionen, hin zum Frieden. Aber ich weiß, ich rede mich mit dem bei uns um Kopf und Kragen. Aber Stichwort Frieden. Der neue brasilianische Präsident Lula da Silva, der möchte einen Friedensclub gründen, hat er ja diese Woche gesagt. Und zwar mit Staaten wie China, Indien, Indonesien. Das sind Staaten, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen, die aber auch keine Waffen schicken. Herr Todenhöfer, sollen wir ihn ernst nehmen? Ja, da Silva hat diesen Vorschlag gemacht, weil er dem Scholz in allen anderen Punkten widersprochen hat. Scholz wollte, dass die Sanktionen erlassen und, und. Und die Brasilianer beteiligen sich an diesem Unsinn nicht. Und ich sage nochmal, das ist ein schönes Beispiel mit Woody Allen, Sanktionen gegen Russland, die uns mehr treffen als Russland, sind einfach selbst, nicht nur Selbstzerstörung, sondern geisteskrank. Und Napoleon hat versucht, Russland in die Knie zu zwingen. Hitler hat versucht, Russland in die Knie zu zwingen. Und wenn jetzt der kleine Scholz kommt und will Russland in die
Knie zwingen, kann ich nur bitter lachen. Ich war im Krieg in der Ukraine. Ich war in Kiew, als die in den Vororten gekämpft haben. Ich war anschließend in Russland und habe auch mit den Russen gekämpft. Es gibt eine Möglichkeit, mit Russland Frieden zu schließen. Und das wird auch ständig angeboten. Es gab eine Lösung Ende März, Anfang April letzten Jahres. Das berichten große amerikanische Zeitungen. Das hat der höchste Offizier Deutschland, Generalinspekteur Kujat, neulich auch mal geschrieben. Ich habe auch lange mit ihm telefoniert, um mir das bestätigen zu lassen. Die hatten einen Deal, die Unterhändler von Selinski und die Unterhändler von Putin. Und der sah so aus, in Umrissen stand er fest, also so aus, Russland zieht sich auf die Grenzen vom 23. Februar, also am Tag vor dem Kriegsbeginn, zurück. Und die Ukraine garantiert, dass sie nicht in die NATO will und nimmt einen neutralen Status ein. Und über Donbass wird 15 Jahre nicht gesprochen, Donbass wird nicht in Frage gestellt. Donbass wird auch geschützt, also nicht angegriffen. Auch im Donbass wurden von Ukrainern bisher über 10.000 Russen umgebracht. Das heißt, es ist ein dramatischer Konflikt und es gibt nur eine Lösung. Wie Herr Köppel das gesagt hat, Friedensbemühungen. Und Politiker wie Helmut Schmidt in Deutschland oder Politiker wie Kissinger, den ich sehr gut persönlich kenne, oder Nixon, den ich nicht kenne, die hätten längst Verhandlungen mit den Russen. Aber die Amerikaner, um das auch mal zu sagen, es ist auch gegen den Strich. Die Amerikaner wollen keinen Frieden. Die Amerikaner wollen keinen schnellen Frieden. Gekillt wurde dieser Friedensschluss, der schon da stand, von Boris Johnson. Boris Johnson ist nach Kiew gefahren und hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, die NATO wird euch unterstützen. Und da sehen Sie die Unterstützung. Wir haben gesagt, wir helfen euch. Und das ist nicht im Interesse der Ukrainer. Die Ukrainer, das sind ganz tolle Menschen. Die sind genauso sympathisch wie die Franzosen, Schweizer, Österreicher. Aber ob die Regierung, ob dieses staatliche System, was wir da unterstützen, der zweitkorrupteste Staat Europas nach Russland, der zweitkorrupteste Staat nach dem Europäischen Rechnungshof, ob wir diesen Leuten, die dort jetzt gerade verhaftet wurden wegen Korruption, ob wir diesen Leuten Panzer und demnächst Flugzeuge schicken wollen, sage ich nein. Und das führt ganz nahe an einen weiteren großen Krieg, der ein dritter Weltkrieg sein könnte. Aber lassen Sie uns bitte bei den Vermittlungsbemühungen noch kurz bleiben. Auch der österreichische Bundespräsident war diese Woche in Kiew, Alexander Van der Bellen. Solidaritätsbesuch hat er gemeint, er will vermitteln. Wollte er vermitteln, Frau Glawischnik, hätte er dann im Anschluss eigentlich auch nach Moskau reisen müssen? Ich glaube, vermitteln ist ein Anspruch, den Österreich im Moment nicht antreten kann. Und das hat er auch so nicht gesagt. Er hat sich ein Bild von der Lage gemacht und ich glaube, er hat auch sehr emotional auch festgestellt, dass die Ukraine nach wie vor Unterstützung braucht. Und er hat auch sehr emotional festgestellt, was ist das nächste Land, wenn wir so einem Aggressor nicht gegenübertreten? Wer würde sich mit Österreich solidarisch erklären? Wir sind nicht so weit entfernt und wir haben auch lange Jahre auch die Sorge auch gehabt. Wir waren ein Land am eisernen Vorhang. Also das irgendwie so, das ist ja keine Spielerei am grünen Tisch, sondern es gibt ja auch wirklich akute, aktuelle Bedrohungen. Wie soll sich Österreich hier in dem Sinn verhalten und zu sagen, uns ist das egal, ein Angriffskrieg. Ich glaube, bei einem Aggressor, der Kriegsverbrechen begangen hat, ganz eindeutig, ja, der ein fremdes Territorium überfällt. Und ich sehe auch hier keine Vermittlungsintentionen von beiden Seiten, im Übrigen auch nicht. Beide bereiten sich jetzt auf die Frühjahrsoffensive vor. Aber wir gehen nach Saudi-Arabien. Es ist im Moment auch nicht die Zeit oder die Möglichkeit, in irgendeiner Form in Richtung Frieden zu gehen. Aber wir verhandeln mit Saudi-Arabien, die den Jemen überfallen. Das ist doch genau dasselbe. Richtig. Aber so bedauerlich das ist, ich sehe im Moment hier keine Friedenstrauben fliegen. Und das ist sehr, sehr traurig. Sie müssen um Frieden verhandeln. Im deutschen Grundgesetz steht in der Präambel. Das kann man gerne versuchen. Nur mit wem wollen Sie denn verhandeln? Mit einem russischen Aggressor? Aber wie wollen Sie Putin an den Verhandlungstisch bringen? Mit Mohammed bin Salman, der hat den Khashoggi in kleine Stücke geschnitten, jeden Tag bombardiert er den Jemen. Ich war dort, als die bombardiert haben. Herr Todenhöfer, ganz kurz, was das große Problem ist. Ich muss doch mit dem Teufel verhandeln. Ich muss doch nicht mit meinen Freunden verhandeln. Das hat ja damit nichts zu tun. Er verhandelt nur im Moment nicht, sondern er greift an. Nein, er bietet Verhandlungen an. Brandt hat mit Brezhnev verhandelt. Aber ein ganz wichtiger Punkt. Ich unterhalte mich oft mit Diplomaten nach OSZE und so weiter. Und das große Problem, das wir haben,
Und ich bin auch für Verhandlungen und ich bin auch gegen, diesen Angriffskrieg, ich bin auch gegen die völkerrechtlichen Verletzungen, auch wenn es die Amerikaner machen, bin ich auch dagegen. Aber was wir sehen müssen ist, und da kommt natürlich die Tragik jetzt hinein, eine Frau Merkel, die in einem Spiegel-Interview sagt, wir haben diese Friedensverträge in Minsk um die Ukraine mit Russland gar nie in ehrlicher Friedensabsicht gemacht, sondern wir wollten nur Zeit gewinnen, um dann eine Gegenoffensive vorzubereiten. Das ist eins zu eins das Narrativ Russlands, das man bestätigt. Jetzt versuche ich mal die Situation aus russischer Sicht, aus Putin-Sicht zu betrachten. Sagt doch Putin, da habt ihr es ja. Die haben mich ja über den Tisch gezogen. Und selbst eine Frau Merkel, mit der ich ja noch quasi die besten Beziehungen hatte, sie gibt zu, man hat mich angelogen, es ging nie um einen Frieden. Und ich frage, mache mir im Moment Sorgen, wie kann man eigentlich, und das ist die Kunst der Diplomatie, wie können Sie die Russen von ihrer Paranoia, von ihrer Verschwörungstheorie herunterbringen und ihnen sagen, es ist in eurem Interesse, auch einen Frieden zu schließen. Weil ich höre aus Russland... Ja, und auch von ihren Menschenrechtsverletzungen, die sie vorher gemacht haben. Aber wissen Sie, die Amerikaner... Ihre eigenen Bürger das ist schon, ja, haben sie ihre eigene Meinungsfreiheit, ich sage einfach, Menschen verfolgen, Menschen getötet, das ist richtig, aber wenn Sie jedes Land, das Menschenrechtsverletzungen macht, wenn Sie das irgendwie, keine Ahnung, wenn Sie das, machen Sie das, aber ich sage einfach, wir müssen diesen Krieg beenden. Und das Problem ist, dass aus russischer Sicht, und das macht es eben so gefährlich, die sagen, wir müssen gar keinen Frieden mehr schließen. Wir können sozusagen auf den Westen verzichten, wir vertrauen nicht mehr. Und meine Angst ist, dass eben auch von russischer Sicht eine Art Eskalation dieses Krieges noch immer mehr betrieben wird. Die Russen werden dann zur self-fulfilling prophecy, dass dann die Kritiker sagen, seht ihr, das sind genau die Teufel, wie wir immer gesagt haben, und das Ganze schaukelt sich hoch. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin etwas besorgt, ich sehe im Moment keinen Nixon, keinen Kissinger, keinen Helmut Schmidt, keinen Bruno Kreisky, keine Leute, die irgendwo über diese realistische Sichtweise verfügen. Ja, die Menschenrechte sind ein Problem, aber wir müssen uns auch eingestehen, die Amerikaner sind auch keine Heiligen. Ich habe letztlich nur noch Hoffnung in etwas. Jetzt rede ich mich völlig aus der Sendung heraus. Ich glaube langsam, der Einzige, der jetzt mit Putin noch einen Frieden machen kann, ist ein Name, den darf man gar nicht aussprechen, der Lord Voldemort der Politik, Donald Trump. Ich glaube, wenn in Amerika Donald Trump Präsident wäre, könnte es ihm gelingen, hier einen Frieden zu bringen. Aber ich weiß, jetzt werden sofort die Gegenstände fliegen, aber ich sage Ihnen ehrlich meine Meinung. Absolute Gut, Idee. Aber... Da möchte ich jetzt in Herrn Felbermayr reinholen. Herr Felbermayr, ich habe zwei Fragen an Sie. Herumrücken, kann nur noch ein den Donald Kopf Trump diesen Krieg beenden? Erste Frage. Und zweite Frage noch an Sie als Wirtschaftsforscher. Ja. Wie lange kann denn Putin diesen Krieg noch durchhalten, wirtschaftlich auch noch durchhalten? Putin kann den Krieg ganz lange durchhalten. Das ist das flächengrößte Land der Welt. Sie haben alles, was sie brauchen. Nicht? Also die Idee, dass wir, indem wir das Vermögen der Oligarchen einfrieren, hier irgendwas groß verändern am Kalkül des Kriegsherrn im Kreml, das war nie eine gute Idee. So funktioniert das nicht. Gleichwohl heißt das aber trotzdem, dass wir dagegenhalten müssen. Wir können, das ist auch durchaus ganz selbstsüchtig gedacht, wir können unsere Prosperität in Europa nicht halten, wenn wir es zulassen, dass Grenzen in Frage gestellt werden mit Waffengewalt. Egal von wem, nicht? Und da vertraue ich dem Herrn Trump kein Millimeter. Ich glaube, wir müssen in Europa sehen, es ist in unserem größten Interesse, dass dort wieder Frieden einzieht. Aber nicht Frieden, der aus dem Kreml heraus diktiert wird, wo die Hälfte der Ukraine besetzt ist durch Russen. Ich meine, dass wir ohne Stabilität in Europa lange Jahre haben, wo wir wirtschaftlich leiden. Ja? Ich glaube übrigens nicht, dass die Russen jetzt wirtschaftlich Prosperität haben und die Europäer mehr an mehr leiden. Das stimmt überhaupt nicht. Die Zahlen, die aus Moskau kommen, denen ist nicht Glauben zu schenken. Was wir sehen, zum Beispiel aus dem Weltall über Satelliten, ist nicht besonders toll. Wir sehen, dass in den Häfen die Aktivitäten nicht stattfinden. Der Konsum bricht ein. Wenn Sie so viel Ressourcen verwenden müssen in einer Volkswirtschaft wie der russischen, damit Sie einen Krieg führen können, Hunderttausende, vielleicht 200.000 Menschen sind schon verstorben. Also ist doch offensichtlich, wer unter diesem Krieg am meisten leidet. Das sind die Russen selber. Die können lange leiden, das haben sie immer wieder gezeigt. Die Ukraine schön leiden am meisten. Und die leiden natürlich noch viel mehr. Wir leiden mit. Das ist ganz klar. Krieg? Und wir leiden, Europa geht auch unter. Und wer freut sich? Unter jeden Krieg niemand freut sich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Es muss eine Verhandlungslösung und es muss Frieden her für
Aber es ist ein Unterschied, ob du in Odessa also unter Bombenhagel stehst oder ob du in Österreich etwas mehr fürs Gas zahlen musst. Also etwas wir leiden mehr. Schon auch, aber das im selben Atemzug zu nennen mit demselben Werbung, das finde ich nicht angemessen. Ich frage nur, wer gewinnt bei diesem Krieg? Ich glaube, es gibt bei dem Krieg keine Gewinner. Wir werden darüber weiterreden, ich verspreche es. Ja. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.